of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Through the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Ei Gude, Mensch, lang nicht mehr gesehen, hä? Ich habe lang keine Videos mehr gemacht, aber heute ist es mal wieder soweit. Heute nehme ich euch mit. Hier habe ich eine Birke umgemacht. Das gibt Kartoffelfeuer. Ich muss jetzt noch ein bisschen Holz aufsetzen. Ich habe hier noch einen Kirschbaum im Herbst geholt. Und da will ich jetzt noch ein bisschen was aufsetzen. Und dann decke ich zu. Dabei nehme ich euch heute mit. Viel Spaß beim Zuschauen. Euer Andi. So, währenddessen ich jetzt das Holz hole, erzähle ich euch ein bisschen was. Und wir reden einfach mal darüber, was die letzten Monaten, was einfach den letzten Monaten so passiert ist. Nicht fallen. Der Stapel kommt noch komplett da drauf. Und den tun wir jetzt erstmal wegmachen. Stelle ich euch hier hin. Ja, was soll ich sagen? Lang nichts mehr von mir gehört, gell? Tja, wenn die liebe Zeit nicht wäre. Mein Job, der verlangt momentan sehr viel von mir ab. Es ist halt nur mal so. Es macht aber auch Spaß. Und das habe ich mir auch ausgesucht. Und ja, und das, was ich hier mache, YouTube, ist einfach nur Hobby und ganz, ganz weit Nebensache. Und deshalb kommen von mir auch nicht so viele Videos in letzter Zeit. Das wird vielleicht jetzt im nächsten Jahr, im Frühjahr wieder mehr werden. Aber ich habe auch noch Kinder und die wollen ja auch ihren Vater haben. So, aber jetzt hier zurück zum Holz. Hier habe ich Kirschholz. Das habe ich von einer Plantage geholt. Da war ein Baum kaputt gebrochen. Das durfte ich mir holen und das setzen wir jetzt da noch mit auf. Und wie ihr seht, der ist total verstockt und das gibt für nächstes Jahr dann Kartoffelfeuer. Bei uns im Hessen sagt man Kartoffelbraten. Oder in Werra. Wir kommen ja aus Werra. So, dann tun wir das alles rein. Wieder ganz viel Kleinzeug dabei. Da ärgere ich mich jetzt eigentlich, dass ich das doch so klein geschnitten habe, weil ich kann es einfach nicht gut aufsetzen. Das ist halt einfach so. Hier die längeren auf jeden Fall. Das ist super. Das geht. Aber das ganze kurze Zeug kann ich ganz schlecht aufsetzen. Billiges Material. Jetzt ist mir hier noch der Fuß abgebrochen von meinem Stativ. Wieder ein schöner Tag heute. So, weiter geht's. Man merkt schon, es sitzt jetzt zwei Monate, wie doch trocken das schon die Oberfläche ist. Wenn das nur ein paar Wochen sitzt, Wahnsinn. Es gibt aber auch ganz viel Neues zu berichten. Mache ich dann ein extra Video mal. Das kommt dann zu Weihnachten oder im neuen Jahr dann schon, weil am 24.12. habe ich den Gatte ja hier dann 3 Jahre und da wollte ich eigentlich ganz gern mal ein Video dazu machen, was ich in den 3 Jahren hier so alles geändert habe. Was habe ich gemacht? Was habe ich gebaut? Und ja, dazu gibt es dann auch noch ein kleines Video. Eigentlich plane ich meine Videos immer im Kopf. Ich schreibe da nichts auf. Deshalb bin ich auch meistens so mit dem Reden ein bisschen ungewandter wie andere YouTuber. Aber gut. Bei mir ist das halt alles immer so ein bisschen spontan. Ich gucke halt, was mache ich gerade? Gefällt es mir? Habe ich die Zeit und die Muse, um Videos zu drehen? Und dann mache ich das einfach. So, der erste Schubkern ist voll.
Und dann geht's mal ans Aufsetzen, würde ich sagen. Boah, ich muss sagen, es ist ganz schön kalt geworden. Boah. So, das setze ich jetzt hier drauf. Weil das ist auch Holz, was als erstes genommen wird. Und ich habe ja Platz, wie ihr seht. Das ist hoch genug, das kann ich mindestens bis hier oben hinsetzen. Ist zwar nicht so akkurat, aber es soll halten und nicht schön aussehen, meines Erachtens nach. Wenn ich einen Preis gewinnen will, muss ich auf die Landesgartenschau gehen. Was man halt auch sagen muss, die Birke ist halt schon sehr gorgerig, also krumm gewachsen und hat viele Kurven in der Äste, sage ich jetzt mal. Es ist halt einfach, es lässt sich nicht schön setzen. Ne? Die Äste, das sind überall krumme Äste, gorgerige Äste. Es sitzt nie so stabil, wie als würde ich jetzt mal ein Stück Bucheholz, ja, in 50er Spal da aufsetze, sondern da musst du halt echt schon sehen, dass du irgendwie das Ding stabilisiert kriegst, dass das 3 Jahre sitzen kann. Ne? Also das sitzt ja jetzt nicht 3 Jahre, sondern das wird, boah, naja, nächstes Jahr werde ich das erste Kirschholz schon nehmen, aber das müsste so um die 2 Jahre noch sitzen. Ne? Was ihr auch sehen könnt, ich habe die lange Bretter da angeschraubt, dass es nicht auseinandergedrückt wird. Die ganze Konstruktion hat mich, glaube ich, 16 oder 18 Euro gekostet. Da habe ich dann auch nur die 4 Stangen in den Boden geklopft, die 4 Bretter da angeschraubt und somit stand meine Konstruktion. Das hier hinten war übrigens das Stammende. Sowas von verknarzt, das habe ich gar nicht mehr geschafft, irgendwie klein zu spellen. Und die habe ich auch auf 50 cm geschnitten. Und das kann erstmal länger sitzen, dann wird erstmal das genommen. Und dann passt das auch schon. So, dann holen wir mal die zweite Fuhre, würde ich sagen. Eigentlich, dass wir heute Sonntag haben. Heute ist übrigens auch der erste Advent. Das mache ich deshalb. Am Dienstag haben sie Schnee gemeldet und Eisregen. Und da wollte ich das schon gerne wieder zugedeckt haben. Ach, übrigens und vielen Dank für den Kommentar von dem Einbrennen der Pfanne. Du hast recht, es war zu viel Öl. Ich habe es halt so gemacht, wie ich es bei anderen YouTuber auch schon gesehen habe, dünn mit Öl eingerieben. Vielleicht kannst du mir mal einen Tipp geben, ob man da ein spezielles Öl nehmen sollte oder ob das ganz normal pflanzliches Öl sein kann und wie du das machst. Ne? Für Tipps bin ich immer gern zu haben. Habe ich hier noch ein paar dicke, was heißt dicke, noch ein paar drin, die. Also mir ist jetzt auch nicht wichtig, dass das so akkurat aufgesetzt ist. Es soll ja auch gut abtrocknen können und somit kann die Luft ein bisschen besser durchziehen. Oben mache ich es ja dann so oder so zu und dann kann das sitzen. Und der nächste Wagen Holz, eine hübsche Schubkarre, wie mehr. Diesen Zwischenraum fülle ich jetzt noch aus.
So, jetzt habe ich die Plane geholt. Die hat 6 Quadratmeter, 2 mal 3 Meter. Ist eine Gewebestofffolie. Ja, ich weiß, es ist Plastik. Einige von euch werden euch jetzt aufregen. Aber ich habe leider keine andere Möglichkeit. Jetzt nehme ich halt einfach ein paar Schrauben und mache die Ösen fest und dann sollte das normalerweise halten. So ist die Theorie. Wie die Praxis aussieht, sehen wir dann, wenn mal ein Sturm da war. Akkuschrauber. Dann mache. Hier an der Ecke an. Ich ziehe mir das hier rüber ins Holz. In der Hoffnung, dass es hält. Jetzt war der Akku an, jetzt habe ich noch schnell einen neuen Akku reingemacht. Ja, bei der Kälte, also ich muss sagen, hat er doch lang durchgehalten. So, ich würde sagen, dass das, so wie es jetzt ist, erstmal in Ordnung ist. Ne? Klar wird sich jetzt mal beim Wind herausstellen, wie das hier hält, aber das gefällt mir noch nicht so ganz hier. Ja, sieht man schon. Ist er vielleicht hier oben mit dran? Jawohl, guck mal. Hier, zack. Ja. Und das hält auch. Hier oben habe ich noch ein paar Steine mit draufgelegt. Die können auch nicht runterfallen. Hier die Wellplatte habe ich hier noch mal eingebaut. Dann ist halt jetzt Löcher drin, aber fürs Holzabdecke reicht das. Hier und hier habe ich auch eine Schraube durchgemacht. Und wenn ich irgendwie noch was an Holz finde, kann ich das hier drauflegen. Und damit ist es fertig. Übrigens, den Hänger habe ich auch neu. Der ist gebraucht. Für zum Holz hin und her fahren reicht das Dicke. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich sehe, der Akku blinkt auch hier schon. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Andi.